Hallo meine Lieben, wie bereits im Video vom 6. November 2019 angekündigt, stelle ich euch jetzt die Planeten und ihre Einflüsse vor. Wird ein Kind geboren, steht auf jeden Fall ein Planet über der Geburt und legt dem Neugeborenen seine starken Einflüsse in die Wiege. Und dieses sind nun die Planeten. Erstens, wir beginnen mit der Sonne. Sie ist die konstante, ewig scheinende Lebensquelle am Tag und das Symbol für Stärke, Vitalität, Fähigkeiten, Begeisterung und Großzügigkeit. Sie handelt als gereiftes Individuum mit kreativer Kraft, mit der sie aber auch die potenziellen Möglichkeiten eines Menschen verkörpert. Nun der Mond. Er herrscht über unsere Gefühle, Gewohnheiten, Gebräuche und Stimmungen. Seine Stellung zeigt schnell wachsende Phasen des Verhaltens und der Persönlichkeit an. Der Mond regiert das feminine Element im Mann und in der Frau. Die Frau im Manne wie Fruchtbarkeit, Nahrung, Gesundheit und im Allgemeinen. Drittens, der Merkur. Merkur ist der Planet des Verstandes, wie auch mit der Fähigkeit zur Kommunikation. Er regiert Sprachfertigkeit, Sprache, Mathematik, technische Zeichnungen und Design. Tatsächlich in jedem Beruf, wo dem Verstand Flügel wachsen. Viertens, die Venus. Sie symbolisiert jede seltene und schwer zu definierende Harmonie, die die wahre Schönheit ist. Ihr Ideal ist die Flamme der geistigen Liebe, Aphrodite, die Göttin der Liebe. Sie bezeichnet Grazie, Zartheit, Empfindsamkeit und Charme. Venus regiert die Liebe zur Natur, Vergnügen, Glück und Reichtum. Fünftens, der Mars. Er ist und hat die Energie und Tatkraft, Mut und Kühnheit. Er kann aber auch gedankenlos, grausam, wild und zornig sein. Er regiert das Militär, Chirurgen und Geschäftsleute, jeden Beruf der Verwegenheit, der kühne Geschicklichkeit, feine Verfahrensmethoden und Eigeninitiative erfordert. Sechstens, der Jupiter. Jupiter regiert über den glücklichen Zufall, Frohsinn und Gesundheit, Reichtum, Optimismus, Lebensglück, Erfolg und Freude. Er symbolisiert die gute Gelegenheit, etwas zu unternehmen und herrscht über Schauspieler, Politiker, Akademiker, Verlagswesen und Religion. Siebtens, der Saturn. Er schafft Einschränkungen und zeigt uns die Grenzen der menschlichen Existenz auf. Er herrscht über die Zeit und das Alter. Mit nüchterner Besonnenheit symbolisiert er Egoismus, Schweigsamkeit und Zurückhaltung mit Diplomatie. Er kann aber auch Depressionen, Eifersucht und Geiz bringen. Achtens, Uranus. Uranus regiert Aufruhr, Revolution und plötzliche Veränderungen zum Guten, aber auch zum Schlechten. Er beherrscht den idealen und genialen Intellekt, den Erfindergeist, Technologie und den Fortschritt auf dem Gebiet der Elektronik und beeinflusst die bedeutenden Schritte der Menschheit nach vorn. Neuntens, der Neptun. Er ist der Planet der Illusion. Seine bessere Seite ist die des emotionalen Genius, der Dichtkunst, Musik und Inspiration. Er herrscht über viele Künste und bewirkt rauschbedingte Erlebnisse. Zu seinen schlechtesten Aspekten gehören Drogensucht und Betrug. Der Neptun hat eine enge Beziehung zu jeder Art von Flucht aus der Realität und zur Täuschung der breiten Masse. Und nun letztens, zehntens, der Planet Pluto.
Pluto symbolisiert die Fähigkeit, den Lebensstil, die Gedanken und das Verhalten eines Menschen total und für immer zu verändern. Pluto regiert alle mächtigen Kräfte der Schöpfung und der Zerstörung. Er kann eine Machtgier mit starken Zwangsvorstellungen mit sich bringen. Er erschafft, zerstört und stellt wieder alles von Neuem her. Beachten muss man, dass Uranus, Neptun und Pluto, sie werden als die äußeren Planeten bezeichnet. Ja, das waren die Einflüsse der 10 Planeten. Und ihr könnt nun eure Eigenschaften anhand der Planeten herausfinden. Viel Spaß dabei! Habt ihr Fragen? Dann ruft mich einfach an. Egal, um was es sich handelt. Ich kann euch eure Fragen beantworten. Also, bis bald. Herzlichst, eure Deria.